an der Schulter, ihr könnt euer Pferd einladen, ihr könnt Raum einnehmen. Dann könnt ihr anfangen, in wunderschönen Sachen zu denken oder in Richtung wunderschöner Lektionen zu denken. Weil ihr habt eigentlich alle Bausteine. Was viele Leute gerne wissen würden oder immer sagen, das ist mein Traum, dass das Pferd um mich rumzirkelt. Ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll. Das wollten wir euch gerne noch zeigen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt die Position, ich zeige es gleich von beiden Seiten. Ihr habt die Position an der Schulter, die ihr euch ja schon erarbeitet habt. So, und anstatt jetzt den Stick in der äußeren Hand zu haben, nehmt, wechselt ihr den Stick hinter dem Rücken und ihr baut es in zwei Phasen auf. Erst erklärt ihr dem Pferd, es soll einen Halbkreis vor euch gehen. Wenn es den Halbkreis verstanden hat, dann macht ihr daraus den ganzen Zirkel. Ich sage also meinem Pferd, indem ich die Richtung zeige und mein Bauchnabel geht ein bisschen in die Richtung, Entschuldigung, würdest du mal bitte zuhören? Schnalze ein bisschen und sage, gehe mal bitte nach links. Wenn es dann nach links denkt, gehe ich rückwärts, um es anzusaugen und hole es durch ein Vorwärts wieder an die andere Schulter. Das war jetzt quasi von einem gedachten Zirkel, der erste Halbkreis. Machen wir es nochmal auf dieser Seite. Das heißt, ich will jetzt, dass er den Halbkreis nach rechts geht und an meine rechte Schulter kommt. Ich lehne mich nach rechts, mein Bauchnabel geht nach rechts. Er zeigt nach rechts. Wenn nichts passiert, schnallt sich immer noch ein bisschen. Ich sage, geh mal bitte diesen halben Kreis vor mir. Wenn er den gemacht hat, den gedachten halben Kreis, gehe ich rückwärts, um ihn einzuladen. Und dann ein kurzes Stück vorwärts und darüber hole ich ihn wieder an die andere Schulter. Das heißt, mein Pferd hat jetzt die Idee, es könnte eine Strecke um mich herum selbstständig gehen. Wenn es diese Idee hat, dann kann es versuchen, daraus einen Zirkel zu machen. Ihr dürft am Anfang überhaupt noch nicht an den perfekten Zirkel denken. Ganz oft ist es ein Ei. Wenn es ein Ei ist, sagt ihr, ist überhaupt nicht schlimm, ihr sagt euer Pferd einfach wieder an. So, jetzt, wenn ich jetzt den ganzen Zirkel versuche, dann wechsle ich wieder den Stick hinter dem Rücken. Ich sage, geh mal bitte links rum. So, wenn er den Halbkreis vor mir gemacht hat, wechsle ich den Stick vor dem Rücken. Wende mich nach rechts und sag, komm mal bitte wieder hierher. Warte. Und wenn er das erste Mal den Zirkel, die ganze Runde, alleine geschafft hat, dann könnt ihr küssen, knutschen, was auch immer, Mörchen verteilen. Seid einfach wahnsinnig stolz darauf, dass das Pferd nicht weggedacht hat, dass es in eurer Nähe geblieben ist, ohne dass ihr es pausenlos an der Schulter haben musstet. Machen wir es nochmal. Nehmen wir nochmal die andere Hand. Das heißt, ich lade ihn jetzt einfach ein, nach rechts zu gehen. Mein Oberkörper geht wieder nach rechts. Ich schnalze ein bisschen, ich gucke ein bisschen. Und dann bin ich neutral. Solange ich gucke, im Augenwinkel ist er da, wo er hingeht, hin soll. Wenn er hier ist, wechsle ich den Stick vorne. Sage, geh mal bitte weiter. Und er ist wieder auf der Stelle, wo er vorher war. Dann würde ich den Stick wieder hinten wechseln. Sage, geh mal bitte weiter. Weiter, weiter, weiter. Wechsle den Stick wieder vorne und hole ihn hier an der Schulter wieder ab. Und irgendwann hat das Pferd verstanden, dass das der Job ist. Und dann müsst ihr auch gar nicht mehr den Stick wechseln, sondern ihr könnt einfach stehen bleiben und sagt, mach diesen Job bitte so lange, wie ich es dir sage. Wenn mir der Zirkel zu groß ist, weil eigentlich ist Zirkel den Wegschicken, also er ist ein bisschen auf Autopilot, das sieht man, er hat den Fokus im Außen, dann fange ich, geh mal weiter. Wenn ich also merke, dass er, mir der Kreis zu groß ist, dann sage ich, Entschuldigung, denk mal bitte wieder in meine Richtung. Wenn er wieder in meine Richtung denkt, sage ich, würdest du bitte den Job weitermachen? Dankeschön. Sehr gut.